Hey Freunde, willkommen zu einem neuen Format. Ja, eigentlich ganz so neu ist es ja nicht. Es ist die zweite Staffel von Meine Mutter spielt zum ersten Mal. Normalerweise sollte anstatt diesem Video heute kommen, Meine Mutter spielt nach langer Zeit. Allerdings, weil OBS mal wieder so wunderbar aufgenommen hat, funktioniert es leider nicht. So, deshalb habe ich mir gedacht, spielt meine Mutter heute wieder. Sag erstmal Hallo. Hallo. Ja, moin. Spielt sie mal wieder 4 Games, die sie zuvor noch nie gespielt hat, beziehungsweise ganz, ganz kurz angetestet hat. Ich muss nochmal sagen, es wird eine Horrorstaffel. Nicht nur, weil wieder irgendwelche seltsamen Kommentare von ihr kommen, sondern auch, weil wir diesmal, oder weil sie 4 Horror-Games von mir vorgestellt bekommen. So, also das heißt, jede Woche kommt jetzt ein Horror-Game. Und zwar sind die alle hier auf der PS4. Wir schauen mal hier in die Bibliothek. Und es werden 4 von diesen ganzen Spielen hier sein. Ja gut, von den Horror-Games halt. So, und heute beginnen wir sogar mit dem ersten. Wer hätte es gedacht, heute beginnen wir schon. Und zwar mit Need for Speed. Nein, natürlich nicht. Mit Outlast. Nicht wundern, das ist hier gerade mein Account, also... Ja, deshalb sind auch schon die Erfolge freigeschaltet. So, kennst du das Spiel? Jo, von den Videos her. Aha. So, am Ende kommt natürlich wieder ein Ranking, also wie viele Sterne sie diesem, nicht Video, wie viel, genau, ja. Und dann noch 3 weitere Fragen und sogar noch eine weitere Frage. Drückt da einfach auf neues Spiel. Was da drin, wo dachte ich der? Da hat er die Brunhilde gemordet. Okay. Nix. Okay. Ich geh mal nach Hause. Jetzt hast du die Batterien nachgewechselt. Ach, Julian, ich hatte falsch Knopf gedrängt. Ja, das haben sie eh schon rausgefallen. Okay. Ja, gucken wir mal. Hoppla. So. Ja, mir wird's auch schon schlecht. Der Sturm. Warum ist ihn am Fenster? Mach doch das Licht aus, ich komme jetzt. So. Was ist das dann? Wo ist denn da R3? Bitte? Da drauf dran. Das ist aber Bobby auf Fernseher, nicht so schreit der so. Wer muss dann da so dringend auf der Klo? Entschuldigung, wollte nicht stören.
Oh, feines Fressi, Fressi. So ist das brav. Immer schön die Tür zu machen. Nur aufpassen mit Tür mit Glas in drin. Die ausgehängt ist. Yes, das. Bin ich aber verschrocken. Hast du irgendwas bei dir? Hm. Jo, ist die Musik da so laut, da platze ich mir die Ohren. Das sind die Passagiere von Forrest. Wie hat der jetzt da aufgehoben? Ohne muss ich hin, ne? Da ist schon. Was hat denn der? Sieht der Schlapper an. Zip, 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 zip. Ach du Scheiße. Was ist denn das für ein dickes Schweinchen gewesen, aber Uch, das sieht auch nicht besser aus. I see. Merciful God, you have sent me an apostle. Guard your life, son. You have a calling. Ich bin ein Mädchen. Was man gebrauchen kann. Mensch, wenn da steht einer, das ist der Bahn. Hm. Ach, da kenne ich doch noch. Wenn du mir nichts machst, mache ich dir auch nichts. Na, was ist denn heute im Fernsehen? Oh, doch hat in der Nase Blut gehabt. Das sind die schwarze und die weiße Ameisen. Schönes Programm. Weiter gucken. Und oh, mein Schnitt. Bin ich müde. Soll ich vielleicht noch euch die Kuchen und das Kaffee bringen? Und du bleibst hoch. Wow! Das ist aber noch ziemlich munter hier.
Guck dich auf dein Stielchen und stepp allein. Erschreck dir mich zu Tode hier. Security, da. Da kann man rumgehen. Also. Wo kommt der da her? Bleib schön da hinten in dem Zimmerchen. Batterie? Da hat jemand zu viel geschissen. Ja, aber wirklich. Bei dem anderen eben, der hat die Stratzwari gehabt. Hat das gespritzt bis an die Wand. Darf man denn so viel fettig essen? Ey, du Opa! Man sich verstecken. Ja, das war aber gut, dass ich mich so verstecken kann. Oder auch nicht. Nein. Schön weg, die Gäffi. Hau ab. Ich bin nicht da. So, da war der drin, ne? Ja. Schnell verstecken. Mach am besten die Nachtsicht aus. Er ist hier. Ja, ich bin fortgeflogen. Ich bin Englisch. Husch, 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 husch. Guck mal dahin. Ja. So, Bett. Ich brauche Bett. Da ist kein Bett. Scheiße! Lauf! Lauf doch! Scheiße! Lauf weg! Lauf doch da rüber! Laufen Sie! Scheiße, verkehrt! Jetzt bin ich fort. Ich sehe nichts mehr. Oh, guckst du da wie Geister neben mir? Aber ich bin so richtig erschrocken, wie ich neben mich geguckt habe. Noch 10 Minuten. Jetzt muss ich aber da vorne nochmal hin, ne? Ja. Die Batterie leer. Laufen Sie doch! Lauf doch! Jetzt bleibt ihr noch hängen da.
Larven, dreht drauf! Da ist Hans! Ja, zum Sicherheitsterminal zurück! Wo war das jetzt? War das der richtige Weg oder? Welches Weg? Scheiße, verkehrt! Ich weiß nicht wohin! Schön, der Weg ist nämlich! Du warst richtig! Hä? Ich verstehe nicht. Du musst durch die Wand! Ach so! Wo ist denn die? Wo ist denn die Wand? Wo ist denn? War doch doch irgendwo. Ich will jetzt nicht. Ich will jetzt nicht. Ich will jetzt nicht. Okay. Tja. Also, hat dir das Spiel gefallen? Jo, so ist das Spiel nicht schlecht. Nur, es ist blöd, dass man sich da nicht wehren kann. Dann könnte man so Eisenstangen irgendwas aufheben und dem dann über die Dates hauen. Dann geht es mich sicherer fühlen. Hättest du gern noch weitergespielt? Nö. Unter so Umständen nicht. Also wenn man sich wehren kennt, ja, dann kennt man das Spiel schön spielen, aber so immer nur Futterlaufen und Verstückeln, das ist irgendwie langweilig. Was würdest du tun, wenn du selbst in der Nervenheilanstalt wärst? Futterlaufen. Nur noch Futterlaufen und Verstückeln. Und eine Eisenstange suchen und dann auf Jagd gehen. Irgendwas Tolles um mich zu verteidigen. Aber nicht dauernd nur mit der Kamera drum rennen. Würdest du auch noch irgendwann den zweiten Teil spielen? Wenn der genauso blöd ist, nicht. Okay. Wie viele Sterne gibst du dem Spiel von 0 bis 10? Also wenn die blöd, die Selbstverteidigung dann dabei ist, sagen wir mal 8. So ist das Spiel ja nicht schlecht. Okay. Ist ja gut gemacht. Dann bedanke ich mich für nichts und wieder nichts. Tschüss. Tschüss.